Ein herzliches Grüß Gott zum Ländlesport hier auf Ländle TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir schauen auf die Partien der Vorarlbergliga am vergangenen Wochenende und dann natürlich auch auf die Partien der VNAT Elite Liga. Unsere erste Station, das ist die Vorarlbergliga. Da haben wir Ihnen drei Spiele rausgesucht. Runde 2 hieß es da am Wochenende. Wir haben im Programm Lochau gegen Alberschwende. Nenzing empfängt den FC Lustenau. Aber unsere erste Station, das ist Hart. Der FC Hart gegen den SK Meiningen. Ja, die erste Station ist Hart. Die Hausherren in Blau wollen nach dem 6:1 gegen Höchst heute gegen Meiningen in Weiß den zweiten Saisonsieg einfahren. Doch dieser Schuss scheint zunächst nach hinten loszugehen, 14. Minute. Die Gäste kommen über rechts und das mit viel zu viel Platz und praktisch ohne richtige Gegenwehr. Ein Haken genügt am Ende und Kelmendi stellt in der Mitte richtig. Die Gäste aus Meiningen führen hier in Hart. Die Antwort der Heimischen braucht nur 12 Minuten. Diesmal sind es die Meininger mit zu laschem Abwehrverhalten. Am Ende ist auch noch ein bisschen Glück dabei, aber Ali Babic, der bleibt ganz ruhig, schweißt ein, Ausgleich in Hart. Die 38. Minute, etwas Gewühl in der Harder Hälfte, aber sobald dies aufgedröselt ist, geht es dann sehr schnell. Langer Pass auf Dörler und der ist schneller als der Keeper. Führungstreffer für die Harder in Minute 38. Kurz vor der Halbzeit dann Freistoß für Hart, Kopfballverlängerung und Oberlugauer, der steht nicht im Abseits, überlüpft den Keeper und markiert den 3:1 Halbzeitstand. Die 64. Minute, Einwurf Hart und dann geht es wieder viel zu einfach. Ali Babic am Ende aus der Distanz zum 4:1, das Spiel quasi damit schon vorentschieden. Meiningen an diesem Tag einfach viel zu passiv, kommen nicht mehr gefährlich vors Tor. Stattdessen dieser Fehlpass und Ali Babic, der zündet den Turbo, nimmt's quasi mit der gesamten Abwehr auf und trifft zum 5:1 Endstand. Verdienter Sieg der Harder, die damit den zweiten Saisonsieg einfahren. Ja, die Blauen von der Holzstraße heute in Rot, der FC Lustenau zum Gast beim FC Nenzing in Blau mit dem Ziel, den zweiten Sieg in dieser Spielzeit zu holen. Doch den Anfang, den machen die Nenzinger. 14 Minuten gespielt, dieser Angriff der Lustenauer bringt nichts ein. Nenzing schaltet schnell um und spielt diesen blitzsauberen Konter aus. Schöner Pass in die Tiefe auf Kadesoglu und der markiert mit diesem Treffer die 1:0 Pausenführung. Wir springen in Hälfte 2. Vielleicht klappt's ja mit einem Standard für die Lustenauer. Und wie? Marc Vogel sieht die Lücke in der Mauer und trifft hier zum 1:1. Die Lustenauer, die wollen jetzt mehr drängen. Und in der Mitte geht Grabherr zu Boden. Strafstoß für die Gäste. Und das ist heute die Aufgabe von Asiu, die Führung für die Lustenauer vom Punkt. Ja, und diese Führung bringen sie dann auch über die Zeit. Schlusspfiff in Nenzing, der FCL entführt 3 Punkte an die Holzstraße.
Schlagerspiel in Lochau, die Hausherren in Blau gegen den FC Alberschwende in Grün, das Duell der beiden Aufstiegsfavoriten der letzten Saison. Doch es braucht lange, bis hier Tore fallen, aber dann richtig, 74. Minute, Lochauer Angriff über links, die Flanke findet Stefan Makani und der Goalgetter trifft sehenswert zum 1:0. Nur 3 Minuten später, da kommt Lotzki an den Ball, läuft relativ frei in Richtung Tor und sieht dann die Lücke. 2:0 für die Hausherren. Die Vorentscheidung? Ja, mitnichten, denn kurz vor Spielende dann diese Szene. Schlechter Pass von hinten raus, Angriff Alberschwende und der Schuss, der wird durch ein Handspiel vereitelt. Es gibt Strafstoß. Maldoner tritt an. Maldoner trifft. Anschlusstreffer in Lochau. Und vorbei ist hier noch lange nichts. Die letzten Sekunden. Pass auf Agildiz. Der startet knapp nicht aus dem Abseits. Überlupft den Lochauer Keeper. Und der FC Alberschwende trifft hier wirklich noch zum Ausgleich. 2:2. Ja, und dann geht wirklich nichts mehr. Lochau und Alberschwende teilen die Punkte und trennen sich 2:2 unentschieden. Ja, hitziges Spiel in Lochau gegen den FC Alberschwende. Das endet 2:2 am Ende. Ob es genauso hitzig in der VNAT Elite-Liga zuging? Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Musik in meinen Ohren. Ein schlagkräftiges Team. Am besten, du holst dir gleich den Anschluss. Bissen, Schatz. Frühstes Gier. Nur Lob und Dank von der ganzen Familie. Da kann ich 7 Tage Fernsehen einfach nachschauen. Da sind wir wieder nach der kurzen Pause beim Ländle-Sport hier auf Ländle TV und wir sind jetzt bei der VNAT Elite-Liga angekommen. Am Wochenende hieß es da auch Runde 2. Wir haben 5 Spiele für Sie rausgesucht. Lauterach gegen Hohenems. Ja, Rötis empfängt Schwarz-Weiß Bregenz. Der FC Wolfurt bittet den Aufsteiger der SCRA Juniors zum Tanz. Unsere erste Station, das ist 2x Dornbirn. Erst der DSV, dann Admira Dornbirn. Wir gehen auf die Sportplätze. Beginnen wir in Dornbirn-Haselstauden. Der DSV in Grün empfängt den FC Rotenberg in Weiß. Die Gäste von rechts nach links mit dem Anstoß und es wird eine Partie, die lange auf Tore warten muss. Wir springen direkt in Minute 95. Freistoß Rotenberg von der rechten Seite, der kommt direkt vor den DSV-Kasten und Steurer drückt den Ball irgendwie über die Linie, die Wälderführung in Dornbirn. Sehr lange Nachspielzeit. Wir sind 8 Minuten über den 90 Minuten. Der DSV versucht nochmal gefährlich zu werden, doch der Angriff der Hausherren verwandelt sich direkt in einen Gästekonter. Den spielen die Rotenberger dann clever aus und Rakic am Ende mit der 2:0 Gästeführung.
Ja, der Anstoß für den DSV wird zwar noch ausgeführt, aber kurz darauf ist Schluss. Der FC Rothenberg macht 2 späte Treffer und sichert sich somit 3 Punkte beim Dornbirner SV. Wir springen ein paar Kilometer weiter. Admira Dornbirn in Blau bittet den FC Eck in Rot zum Tanz und die Wälder, die wollen den 2. Saisonsieg. Doch danach sieht es zunächst nicht aus, denn nach 11 Minuten greifen erst einmal die Hausherren an, spielen das über links und in die Mitte. Da kommt Lampert an den Ball und buxiert den Ball ins untere Eck, die Führung für die Messestädter. Sechs Minuten später wollen die Egger antworten. Freistoß von links. Der Ball segelt in den Strafraum und Petkovic köpft ein. Ausgleichstreffer für die Mannen aus dem Bregenzer Wald. Noch sind 10 Minuten in Hälfte 1 auf der Uhr. Die Egger kommen nochmal Richtung Admira-Tor. Die Abwehr kann das nicht wirklich entschärfen. Die Egger haben dann alle Zeit der Welt, sich den Ball zurechtzulegen. Und diese perfekte Flanke findet Meusburger, der hier mit dem Führungstreffer und damit auch dem 1:2 Pausenstand. Wir springen Halbzeit 2. Rustikaler Einsatz der Egger nahe der Mittellinie. Und dann geht's schnell. Feiner Ball auf Olsen und der ohne viel Schnickschnack zum 1:3. Ja, und die Admira kann hier nichts mehr dagegen einwenden. Nach 90 Minuten ist der 2. Sieg des FC Egg unter Dach und Fach. Der FC Wolfurt in Gelb empfängt die Juniors vom SCR Altach, die heute in Weiß auflaufen. Und der Aufsteiger aus dem Rheindorf gleich zu Beginn mit offenem Visier. 23 Minuten sind gespielt, SCAA-Angriff über links, feine Weiterleitung mit der Hacke und der Ball kommt in die Mitte zu Silai, der den Ball dann irgendwie über die Linie drückt, die Gäste führen in Wolfurt. 20. Minute steht 1:0 für unsere Gäste aus Altach. Und in Minute 28 dann wieder Gästeangriff, dieses Mal über rechts, die verlagern in die Mitte und dann dieses schöne Zuspiel auf Adjanovic und der trifft per Volley zum 0:2 Pausenstand. Wir springen Halbzeit 2. Vom Altach-Keeper geht die Reise los und dann schauen Sie mal, wie viel Platz die Gäste da haben. Die können quasi über den gesamten Platz laufen, dann den Pass auf Guidahan spielen und der relativ problemlos zum 0:3. Ja, vielleicht klappt's für Wolfurt ja mit einem Standard. 68. Minute. Der wird kurz gespielt und Rist, der probiert's einfach mal und der ist dann auch wirklich drin. 1:3, ab sofort der Spielstand. 68. Spielminute. Doch dieser ändert sich dann wirklich nicht mehr. Schlusspfiff in Wolfurt, die Juniors vom SCAA sichern sich den 1. Saisonsieg in der Fremde. Röthis in Weiß empfängt Schwarz-Weiß Bregenz und es wird eine Partie, die relativ schnell erzählt ist.
22. Minute. Der Ball kommt hoch und weit vor das Rödner Tor. Dann gibt's ein bisschen Kopfball-Ping-Pong zwischen den beiden Teams. Und Markovic denkt sich, einfach mal draufhalten. 0:1 für die Bregenzer. Minute. Kein wirklich gutes Abwehrverhalten der Hausherren. Der Angriff läuft über rechts und in der Mitte. Da steht Delcio einschussbereit. 2:0 Führung für die Landeshauptstädter. Und an diesem Spielstand gibt's nach 90 Minuten nichts mehr zu rütteln. Die Bregenzer feiern ihren zweiten Saisonsieg und entführen 3 Punkte aus Rötis. Lauterach in Grün gegen den VfB Hohenems in Blau und das Wiedersehen alter Bekannter. Und dieses Wiedersehen bekommt in Minute 62 ein Gesicht. Angriff der Hausherren aus Lauterach. Die Flanke kann von den Emsern noch mit dem Kopf abgewehrt werden. Doch dann ist er da. Aus der Drehung Maurice Wunderli. Der trifft hier gegen die alte Liebe zum 1:0. Nur 2 Minuten später wieder schneller Angriff der Lauterracher. Guter Steilpass auf Wunderli und der macht, was er eben am liebsten macht. 2:0, Doppelpack eines Ex-Emsers gegen Ems. In Minute 76 kommen aber die Gäste aus Hohenems nochmal gefährlich. Angriff über die linke Seite, der kann mutterseelenallein die Linie entlang laufen und findet dann in der Mitte Dulavic, Anschlusstreffer zum 2:1. Ja, Hohenems versucht es zwar noch einmal, doch es hilft nichts. Nach 90 Minuten bleibt es beim 2:1 auf der Anzeigetafel und der erste Heimsieg des FC Lauterach, er ist perfekt. Ja, Maurice Wunderli, der kann's nicht nur in Gelb-Blau, sondern auch in Grün-Weiß, der Goalgetter trifft also zweimal gegen die alte Liebe. Ja, das waren die Spiele vom Wochenende und das war es ja auch mit dem Ländlesport auf Ländle TV. Hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Wie immer, nächsten Montag um 20 Uhr empfangen wir Sie wieder mit der neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund, aber vor allem bleiben Sie sportlich.